Ja, also im Moment ist es noch relativ ruhig und man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Hier ist ein ganz normaler Betrieb und auch die Polizei hält sich total dezent zurück. Ich bin hier ums Gebäude gelaufen, weit und breit keine Polizei zu sehen, aber ein paar kleine Hinweise gibt es. Und zwar diese Sichtschutzgitter und hinter diesen Sichtschutzgittern soll es passieren. Was genau da passiert, das kann uns der Ralf Ströer sagen von der Polizei. Welches Szenario wird sich hinter diesen Gittern abspielen? Also hinter diesen Gittern wird es auf jeden Fall spannend nachher ab 22 Uhr, weil wir da mit einer Vielzahl von Einsatzkräften ein fiktives terroristisches Anschlagsszenario üben, wo ja, viele Einsatzkräfte von uns gefordert sind, weil auch die nicht wissen, was passiert. Das heißt, die kommen hierher, kommen in totalen Stress und es wird rumgeschossen, habe ich gehört. Mit was wird eigentlich geschossen? Also geschossen wird auch, es wird auch Explosionen geben. Es wird so geschossen mit den herkömmlichen bekannten Farbkugeln, so Paintball-mäßig. So dass man auch weiß, wer getroffen ist und wer nicht. Also es wird schon eine spannende Angelegenheit und mal gucken, wie es aussieht. Für die Kollegen ist es auch wie so ein Überraschungsei. Wenn jetzt hier die Gäste ankommen, wollen Zug nehmen, es fällt ja auch keiner aus, ein Zug, es wird umgeleitet und da wird hier rumgeschossen. Ja. Die müssen doch erschrecken, die müssen doch bei Ihnen anrufen und sagen, da wird geschossen am Bahnhof, Alarm. Ja, wir haben ja soweit es geht alles Mögliche informiert darüber, die umliegenden Hotels. Und es ist wirklich eine Übung, es wird laut, es wird geschossen, es gibt Explosionen. Also alle, die hier im Bahnhof sind oder rund um den Bahnhof, keine Angst, das ist eine Übung, es passiert nichts. Aber warum hier? Warum nicht auf der grünen Wiese, auf einem Truppenübungsplatz? Könnte man so sagen, war auch mal eine Idee, aber vom Grunde her ist es für die Einsatzkräfte immer ganz wichtig, dort auch mal zu üben, wo ein Anschlag auch stattfinden könnte. Ja, wir hoffen alle, dass das nicht stattfindet, aber hier zu üben ist ganz wichtig, damit die Umgebung eigentlich klar ist. Man erkennt einfach von wegen, das ist eine realistische Umgebung, hier könnte so etwas stattfinden. Dann werden wir weiter berichten um 22.15 Uhr in Hessenschau Kompakt.